Willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator. Wir machen weiter mit den epischen Landeherausforderungen. In der letzten Folge haben wir die zwei erledigt und beide mit einem A abgeschlossen. Heute geht's weiter in Aspen. Und ich bin gespannt, wie die Landung wird, weil ich mit dem Flugzeug nicht wirklich geübt bin. Mit dem wahrscheinlich wieder weniger ein Problem. Mit dem Flugzeug muss ich erstmal schauen, ob ich mit klarkomme so richtig. Aber bis jetzt habe ich jedes Flugzeug irgendwie wieder runtergebracht. So, der Regionalflughafen Aspen Pitkin, der auch als Zardy Field bekannt ist, ist ein regionaler Flughafen in großer Höhe, der sich inmitten der Rocky Mountains von Colorado befindet. Um auf der Landebahn 33 zu landen, müssen sich Piloten auf einen steilen Anflug, der sie durch ein bergiges Terrain führt, wie auch auf schlechtes Wetter einstellen, das ihnen die Sicht nehmen kann. So, bin ich mal gespannt. Flughäfen auf großer Höhe sind ja doch manchmal ein bisschen Herausforderung und diese Anflugskurve sieht sehr interessant aus. Okay, wir müssen also erstmal rapide an Höhe verlieren, dann müssen wir eine Linkskurve machen und dann eine Rechtskurve und dann direkt landen. Und das wahrscheinlich jetzt noch im Nebel, so wie es auf dem Bild dargestellt ist. Aber wenigstens ist nur wenig Wind da. Das ist schon mal wenigstens eine positive Sache. Aber die Anflugkurve sieht nicht ganz so schön aus. So, da ist unsere Maschine. Hat die keine Lichter? Ich weiß auch nicht, wo die Schalter dafür sind hier drin. Lichter. Ich glaube, wir landen ohne Lichter. Es ist halt immer das, wenn man sich mit der Maschine überhaupt nicht auskennt. Ich habe dafür auch keine Taste belegt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Aber gut. Ich denke mal, wir kriegen die Kiste auch ohne Licht hin. Beziehungsweise erstmal schauen, wo ist der Flughafen. Da vorne soll der irgendwo sein. Ich sehe den ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. Es ist natürlich wieder ein kleines Problemchen. Doch, ich sehe ihn. Der ist ja schon direkt hier vorne. Ich bin ein bisschen weit nach vorne geflogen. Das ist natürlich auch nicht ganz so geil jetzt. Der ist direkt da. Das ist nicht ganz so praktisch. Ich war zu sehr mit dem Licht beschäftigt, aber ich wäre halt jetzt auch gerne mit einem Licht runtergekommen. Aber gut, landen wir ohne Landescheinwerfer, kriegen wir schon hin. Ich hoffe mal, die Kurve passt, die ich gerade hinlege. Ja, die passt auf jeden Fall. Ich habe aber das Gefühl, wir sind noch ein bisschen schnell. Aber es kann auch täuschen, wenn man mit der Maschine es nicht so ganz gewohnt ist zu fliegen. Ich glaube, das wird keine so schöne Landung. Ich glaube, wir haben schon schönere hingelegt. Ja, wir sind ziemlich früh runtergekommen. Sehr früh. Ah, ich bin froh, dass wir überhaupt noch die Kurve gekriegt haben, aber das wird keine A-Bewertung. Das wird auf jeden Fall keine A-Bewertung. Hier sollen wir es aufsetzen. Ja, der Flieger ist nicht meins. Okay, wir können es ja gerade nochmal wiederholen. Ich war ein bisschen mit dem Licht abgelenkt eben. Wir wiederholen es einfach nochmal. Dann bin ich auch ein bisschen mehr bei der Sache. Das geht nämlich auf jeden Fall besser. Das geht auf jeden Fall besser. Das Problem ist halt auch, wenn man von der Maschine nicht die Landegeschwindigkeit kennt und so weiter und so fort. Man muss das so ein bisschen rausfühlen. Es ist nicht gerade einfach. Und ich finde, die beste Sicht hat man in der Maschine auch überhaupt nicht. Für so einen Sichtanflug, das ist auch nicht so toll. Ab und zu mal ein bisschen drüber lunzen. So, ich glaube,
glaube, wir müssen gleich dann in die Linkskurve gehen, sobald wir an den Bergen vorbei sind, und dann die Rechtskurve. Aber ich glaube, mein Lieblingsflieger wird das nicht. Auf jeden Fall nicht. Ich muss alles mal rausswitchen, sonst sehe ich die Landebahn überhaupt nicht. So, gerade mal die Seite wechseln. Ich mache mich einfach mal breit im Cockpit. Drüben sieht man sie schon. So. Wir sind ja eben ganz schön früh runtergekommen. Wenn es jetzt nicht klappt oder nicht besser wird, dann machen wir die Herausforderung nicht mehr, dann machen wir die nächste weiter. Ich muss gerade nochmal ein bisschen Gas geben. Das ist irgendwie gar nicht schön, mit dem Flieger hier zu landen auf Sicht. Ist gar nicht schön. Ja, es war aber wenigstens jetzt fast die Markierung getroffen. Das war wenigstens fast die Markierung getroffen. Aber man sieht halt einfach überhaupt nichts. In der Kiste sieht man einfach überhaupt nichts. Keine Ahnung, ist nicht so mein Flieger. Mag ich nicht so. Naja, wenigstens ein B. Wenigstens ein B. Ja, Präzision war okay. War auch okay. Ja, das war nicht so ganz okay. Sind ganz schön geschwankt. Aber gut. Haben es geschafft, ein B bin ich auch mit zufrieden. Und jetzt geht's ab nach Indonesien. In Fliegerkreisen ist die indonesische Provinz Papua geradezu berüchtigt für ihre schlechte, gewarteten, bergigen Landepisten. Das klingt doch schon mal sehr einladend. Die oft der einzige Verbindungspunkt zwischen Einheimischen und der restlichen Welt sind. Und auch Bugalaga. Ich habe keine Ahnung, ob es so ausgesprochen wird. Bukalaga ist mit seiner gefährlichen, steilen, schrägen und kurzen Landebahn keine Ausnahme von dieser Regel. Das soll die Landebahn sein. Ach du Kacke. Das könnte mit Kurve noch anfliegen. Mit einer kleinen Schleife. Ach du Kacke. Das wird alles andere als schön. Kann ich bitte Flieger wechseln? Ich würde gern wieder meine andere Cessna nehmen. Die 152. Ach du Kacke. Wie holprig die auch aussieht. Ach du Scheiße. Da kann man doch nicht landen. Da kann man doch nicht landen. So, wie war das jetzt? Linkskurve und dann... Das ist die Landebahn da unten. Das da. Mit dem Berg da drinnen. Jo, meine sehr verehrten Fluggäste, ziehen sich bitte ihren Fallschirm an, springen sie ab. Das ist sicherer, als wenn ich da lande. Eieiei, das wird nicht schön. Das wird auf keinen Fall schön. Ich fahre mal die Klappen raus, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit verlieren noch. Das ist halt echt nicht schön. Das ist halt echt überhaupt nicht schön. So, wir verlieren in der Schleife mal ein bisschen an Höhe, weil wir sind noch ganz schön hoch dafür. So, ich würde gerne Steuer jetzt an den Co-Pilot übergeben. Es ist schon krass, was für Landebahnen es in dieser Welt gibt. Dass es da wirklich Leute schaffen zu landen,
Ist schon echt krass, muss man können. Auf jeden Fall. Das ist auch immer schwer zu landen, wenn die Landebahn so hinten hoch geht. Da ein bisschen zu steil aufsetzt oder ein bisschen zu hart, dann kann schon sehr unschön enden. Ich wäre gerne noch ein bisschen langsamer gerade, aber ich war noch zu hoch, muss mit der Nase ein bisschen runter. Wir müssen es auf jeden Fall jetzt noch über die Baumwipfel drüber schaffen und dann aufsetzen und so schnell wie möglich langsam werden. Das wird hart. Ja, ich wusste. Das wird hart. Aber wir haben es geschafft. Und ja. Ein C. Ein C ist auch nicht so verkehrt. So, ich muss mal gerade kurz die Aufnahme pausieren. Es geht gleich wieder weiter. So, da bin ich wieder. Musste mal kurz ans Handy gehen. Mit einem C. Ich weiß nicht, ob wir das mit einem C auf uns sitzen lassen. Ich habe geahnt, dass wir da ein bisschen hart aufsetzen. Aber ich würde sagen, wir versuchen das gerade nochmal. Das ist die Folge der Wiederholung. Ich kann so eine schlechte Bewertung da einfach nicht auf mich sitzen lassen. Ich weiß auch nicht. Los geht's. Dann wollen wir mal. Ist schon echt ungemütlich, die Landebahn. Und ich habe geahnt, dass wir ein bisschen hart aufsetzen, weil wir haben noch an Höhe verloren und dann geht die Landebahn ja steil nach oben. Da muss man ein bisschen sanfter nochmal aufsetzen mit ein bisschen mehr Speed, dass das Flugzeug nicht an Höhe verliert. Ich hatte es geahnt, dass es eine harte Landung wird. Ich versuch's diesmal ein bisschen angenehmer zu machen. Das ist aber auch eine Landebahn. Da ist mir ja Wind fast lieber als diese Landebahn. Nee, also der Wind war, also starke Windherausforderung, hatten es echt in sich. Die hatten es echt in sich. Aber es ist schön. Ich meine, es heißt ja auch Herausforderung, es soll ja einen auch ein bisschen herausfordern. So, ich habe die Klappen jetzt wieder ziemlich voll draußen, glaube ich. Ich werde die aber gleich ein bisschen reinfahren, genau. So, weil ich möchte jetzt nicht mehr so wirklich ausgebremst werden oder an Höhe verlieren. Willst mal so probieren, vielleicht klappt es ein bisschen besser. Dass wir da ein bisschen sanfter aufsetzen. Okay, wir verlieren aber gerade schon wieder für meinen Geschmack so ein bisschen zu viel Höhe. Wird auch keine schöne Landung. Es wird keine schöne Landung. Ja, es wird wahrscheinlich eher ein Absturz. Oh Gott, geht es da steil hoch. So ganz steil sah das gar nicht aus. Das zählt aber noch zur Landebahn. Die geht da ja hoch, hat man ja gesehen. Ja, krass. Wieder ein C. Ja, wir waren kurz vorm Abschmieren. Ich war ein bisschen zu weit unten. Ja, wir lassen es wohl erstmal beim C. Ich glaube, wir lassen das erstmal im C. So. Ja, zweimal A hingelegt, einmal B, einmal C. Nicht ganz so perfekt, würde ich sagen. Aber gut. Können wir auch nochmal alles irgendwann nachholen. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter in Frankreich und Nepal. Und
Ja, bin ich mal gespannt. Mit dem Flieger komme ich eigentlich recht gut klar. Mit dem, wir haben es ja eben gesehen, es geht so. Ganz okay. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.